Heute schauen wir uns die Eigenschaften der Knallgasflamme mal etwas genauer an. And by the way, for all the international viewers, all my new videos are equipped with subtitles. And also stay tuned, some more forging content is coming soon. Bei einer Knallgasflamme handelt es sich um ein stöchiometrisches Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff und verbrennt, wie unschwer zu erraten ist, zu Wasser. Herstellen tue ich dieses Gasgemisch mit meiner Trockenzelle. Für diese Versuche reicht natürlich aber auch die kleine Nasszelle. Zu beiden Zellen gibt es übrigens schon Videos auf meinem Kanal. Was bei der Knallgasflamme auf den ersten Blick auffällt, ist die sehr spitz und schmal zulaufende Form. Das liegt einfach daran, dass die Flamme sich von außen keinen Sauerstoff mehr holen muss, da der Sauerstoff ja schon stöchiometrisch im Gemisch vorhanden ist. Ein weiteres Merkmal der Flamme ist die sehr geringe Wärmeabstrahlung. Während ein Kohlenstofffeuer sehr viel Infrarotstrahlung abgibt, tut die Wasserstoffflamme dies fast überhaupt nicht. Dadurch, dass die Flamme wie gesagt fast überhaupt keine Wärme abstrahlt, kann man sich mit der Hand auch extrem nahe an die Flamme herannähern. Wenn man die Flamme mit Kochsalz einfärbt, dabei sorgen die Natriumionen für die intensiv gelbe Färbung, kann man das sehr deutlich sehen. Die Zelle hat übrigens eine Leistung von 720 Watt. Mehr Energie kann also auch in der Flamme nicht vorhanden sein. Wenn man die Verluste der Wasserstoffherstellung noch mit einrechnet, kommt man vielleicht sogar auf Werte bis 500 Watt. Zur genauen Effizienz der Zelle wird aber später noch ein eigenes Video kommen. Die Leistung der Wasserstoffflamme ist daher mit geschätzten 500 Watt eben sehr gering, was unter anderem auch dazu führt, dass man damit keine Schmiedeesse bauen kann. Dennoch ist die punktuelle Temperatur bei dieser Flamme enorm hoch und auch um einiges heißer als Propan oder Kohle. Auch mit der Wärmebildkamera kann man erkennen, dass die Flamme fast überhaupt keine Infrarotstrahlung abgibt. Direkt an der Düse messe ich bei der Flamme 100 Grad, je weiter vorne, umso kälter. Die Flammendüse selbst hat mit 130 Grad die höchste Temperatur. Da die Flamme an ihren heißesten Punkt nur 100 Grad erreicht, nehme ich an, dass die Wärmebildkamera einfach die Temperatur des produzierten Wasserdampfes misst. Um die wirkliche Temperatur zu bestimmen, ist es daher bei weitem sinnvoller, verschiedene Materialien einzuschmelzen. Steine stellen für die Wasserstoffflamme überhaupt kein Problem dar. Dieser hier schmilzt zum Beispiel zu schwarzen Glasperlen. Ich habe es auch mit Feuersteinen probiert, die bestehen überwiegend aus Siliziumdioxid. Dieser Stein hier ist ganz sicher ein Feuerstein, bei dem hier bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Er funktioniert zwar wie ein Feuerstein und man kann damit auch Funken schlagen, aber ob es wirklich einer ist, weiß ich wie gesagt nicht. Ihr könnt mir da mal gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem, wenn euch das Thema Feuermachen mit Feuersteinen interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Beide Feuersteine fangen aufgrund des Wassergehaltes an zu splittern. Im braunen Stein ist der Splitter nicht ganz so arg, sodass ich es auch geschafft habe, ihn zu schmelzen. Hierbei bilden sich rein weiße Glasperlen. Kochsalz schmilzt natürlich auch sehr schnell, wie ich es damals schon in meinem Schmelzflusselektrolyse-Video gezeigt habe. Man muss sich dem Kochsalz nur sehr langsam nähern, da auch das Kochsalz Kristallwasser enthält, welches schlagartig verdampft und dafür sorgt, dass die Körnchen regelrecht explodieren und dabei aus dem Tiegel herausfliegen. Wenn das Kochsalz mal ein bisschen auf Temperatur angewärmt ist, wird es sehr schnell flüssig. Eine Stahlkugel schmilzt natürlich ohne Probleme mit den für Stahl typischen Funken. Zum Schluss habe ich dann noch einen Wolframdraht, der hat einen Schmelzpunkt von über 3400 Grad und der beginnt extrem hell zu leuchten. Das macht auch Sinn, denn schließlich wurde Wolfram früher als Glühdraht in Glühbirnen eingesetzt. Das ist auf der Kamera sehr schwer zu erkennen, aber der Wolfram gibt eine ganz leicht grüne Flammenfarbe. Außerdem bilden sich weiße Schwaden. Vermutlich handelt es sich dabei um eines der Oxide von Wolfram. Der Wolfram schmilzt übrigens nicht, sondern er wird richtig weg erodiert. Übrig bleibt ein ganz spitz zulaufendes Stück Wolframdraht. Also auch Wolfram mit seinen über 3400 Grad Schmelzpunkt lässt sich mit der Wasserstoffflamme nicht mehr schmelzen. Die Wasserstoffflamme ist somit echt heiß und man kann auch viel damit anfangen. Man kann dünne Bleche schweißen, Steine miteinander verschmelzen und vieles mehr. Aber so wie einige behaupten, dass die Flamme bis zu 6000 Grad heiß ist, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich zeige euch noch, weil ich es bisher noch nie getan habe,
die katalytische Verbrennung von Knallgas an einem Autokatalysator. Den muss man vorher nur ganz leicht mit dem Feuerzeug vorwärmen und dann einfach das Knallgas auf die vorgewärmte Stelle leiten. Dabei verbrennt das Knallgas, ohne eine eigene Flamme zu bilden, katalytisch an der Oberfläche des Katalysators, genauso wie der Katalysator im Auto, unverbrannte Kohlenwasserstoffreste, Stickoxide oder Kohlenmonoxid verbrennt. Ich habe die Knallgasflamme übrigens auch schon in meinem eigens gebauten Handschuhkasten unter Heliumatmosphäre getestet, um zu sehen, was mit Materialien passiert, die sich sonst an der Luft zersetzen würden. Zum Beispiel eben Eisen, Stahlwolle, Kohle oder Holz. Jedoch haben alle Materialien genauso reagiert wie an Luft. Entweder ist dem Helium, das ich gekauft habe, um Erstickungen zu vermeiden, Sauerstoff beigemischt, oder der Sauerstoff für die Verbrennung der Gegenstände kommt aus der Knallgasflamme selbst, beziehungsweise aus dem Verbrennungsprodukt Wasser. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob in diesem Partyhelium vielleicht Sauerstoff dabei ist. Jetzt seht ihr noch eine Aufnahme, da habe ich einen Magnesiumspitzer mit der Knallgasflamme angezündet. Zuerst fängt er leicht an zu schmelzen, bis er dann anfängt zu brennen und diese tolle Form aus Magnesiumoxid bildet. Damit bedanke ich mich fürs Anschauen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein kostenloses Abo freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.